Guten Abend, herzlich willkommen zur heutigen Podiumsdiskussion am Zentrum für interdisziplinäre Forschung, die Bielefelder und für viele andere einfach am CIF. Das Thema heute ist Grenzen der Wissenschaftskommunikation im Klimawandel. Wir haben Live-Publikum. Wir haben Leute hoffentlich, die uns online besuchen, via Zoom. Und die Veranstaltung wird auch aufgezeichnet. Nach ungefähr 45 Minuten Podiumsdiskussion möchten wir Sie mit einbeziehen, sowohl im Publikum als auch via Zoom. Und dann auf Fragen eingehen. Und die Diskussion hoffentlich noch erweitern, inhaltlich. Mein Name ist Ulf Bündgen. Ich forsche und lehre am Geographischen Institut in Cambridge und in Großbritannien. Und seit November letzten Jahres leite ich hier am CIF die Kooperationsgruppe Vulkane, Klima und Geschichte. Und das, für jeden Workshop laden wir Experten ein, aus dem Bereich natürlich auch Klimatologie. Und da war es naheliegend, dass wir heute diese Veranstaltung durchführen, ein bisschen vorher organisiert. Und ich bin froh, dass das geklappt hat. Das ist also ein Podium, was man nicht ganz so einfach sonst so zusammenstellen kann. Anna Guntje ist dort hier, freischaffende Künstlerin aus Hamburg. Ihre Arbeit ist an der Schnittstelle eigentlich zwischen, also künstlerische Arbeit, visuelle Arbeit, an der Schnittstelle zwischen ja, Natur, Klima, Gesellschaft, ist seit jeher auch und stark durch Vulkane geprägt, aufgrund ihrer Herkunft Island. Professor Dominik Fleitmann, Universität Basel, ist Experte zur Rekonstruktion vergangener Klimabedingungen anhand von Stalagmiten, beschäftigt sich mit Klimavergangenheit der letzten 12.000 Jahre grob, also dem Holozän, und hat einen starken Schwerpunkt an der Schnittstelle auch Klimavariabilität und Geschichte. Michael Siegel, Professor an der Universität Bern, forscht mit Eisbohrkernen auch zum besseren Verständnis von Klimavariabilität. Und da geht es darum, viele verschiedene Proxys zusammenzuführen, um dann eben auch zu sehen, wie haben unter anderem große Vulkanausbrüche oder auch kleinere dazu beigetragen, das Klima zu verändern auf unterschiedlichen Zeitskalen. Jan Esper, Professor in Mainz, Klimageografie, Geografie, beschäftigt sich mit Jahrringen, Rekonstruktion von Klima, vergangenen Klimaschwankungen, aber auch Stadtklimatologie und hat sich in den letzten ein, zwei Jahren verstärkt auch mit der Rolle des IPCCs beschäftigt. Gut, wir alle duzen uns und ich möchte gleich mit dir anfangen, Jan. Im Moment hast du und deine Gruppe, ihr habt 2,5 Millionen Euro aus Brüssel bekommen, ein ERC Advanced Grant. Und da geht es darum, soweit ich das einordnen kann, zu verstehen, wie Bäume, also ein Klimaarchiv, sich heute, also im Anthropozän, unter der aktuellen Klimaerwärmung verhält, um eigentlich herauszufinden, wie verlässlich einer der wichtigsten Klimaarchive-Proxys ist. Und ich meine, wir wissen, du weißt noch nicht, was rauskommt, aber auf jeden Fall ist das etwas, was kommuniziert werden sollte. Und da sind wir beim Thema. Also vielleicht fängst du gleich mal an. Habt ihr etwas vorgesehen in dem großen Projekt überhaupt speziell für Wissenschaftskommunikation? Ja, also danke.
Erstmal ist es natürlich eine gewisse Nachricht, dass wir dieses Projekt lanciert haben, dass das Geld in Mainz angekommen ist, aber das hat nur eine gewisse Reichweite. Also ich vermute, das gab dann einen Press-Release der Uni Mainz, der dann eben auch in der Lokalzeitschrift abgebildet wurde, der Zeitung. Wie du sagst, steht das Projekt dann am Anfang und darüber hinaus gibt es eigentlich dann für die Allgemeinheit an dem Punkt nicht viel zu kommunizieren. Es gilt erstmal jetzt Arbeit zu leisten und etwas herauszufinden. Jetzt, wenn man dann nach vorne schaut, du sagst, was könnte da kommen? Ich würde fast eher in die Vergangenheit gehen. Also es gibt dann verschiedene Punkte in der Forschung, an denen man etwas herausfindet, man es publiziert, einem Fachpublikum ja dann zugänglich macht, den Kollegen und Kolleginnen. Aber manche Resultate sind dann eben doch von herausragender Bedeutung im Rahmen des Klimawandels und die würde man dann eben auch der Allgemeinheit gerne präsentieren. Also wenn ich jetzt ein Beispiel nehmen darf, das letzte Mal vor ein paar Jahren haben wir eine Klimarekonstruktion mit Bäumen gemacht für Europa und dort wurde eben festgestellt, dass wir dass die letzten 10 Jahre wärmer sind als irgendeine andere 10-Jahres-Periode in den letzten 1000 Jahren in Europa. Mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit. Und heute soll ja das Thema sein, auch die Grenzen der Kommunikation, das wird dann eben, da kommt die Schwierigkeit zum Tragen, wenn man dann eben so eine Nachricht hat, dann möchte man in die Zeitung natürlich kommen, man möchte das breit kommunizieren, vielleicht sogar auf irgendwelchen Websites bis ins Fernsehen hinein. Und dafür muss man diese Information in aller Regel vereinfachen. Also es gibt eine Notwendigkeit bei der Kommunikation, der Vereinfachung und manchmal eben auch mündet das in Übertreibung. Aber vielleicht kommen wir dann darauf zu sprechen. Das stimmt, ja. Wer selektiert, wer macht die Entscheidung, was kommuniziert wird? Das ist ja, du hast das gesagt, also da wird was bei rauskommen und dann gucken wir mal, ob wir das kommunizieren und was. Also Dominik, wie handhabt ihr das in der Gruppe? Also du als Leiter selektierst du, machst du die Entscheidung, wird alles rausgegeben oder ist die Nachfrage, also gesellschaftlich, aber auch politisch heute eigentlich der dir die Entscheidung trifft? Ja, die primäre Entscheidung liegt ja natürlich erstmal beim Gruppenleiter ein bisschen und bei dem Wissenschaftler, der die Arbeit verfasst hat. Dann ist natürlich entscheidend auch die wissenschaftliche Integrität, dass man also sich sicher ist, was man dort veröffentlichen will. Jede Veröffentlichung hat natürlich auch eine gewisse Brisanz, gerade in der heutigen Zeit. Und wir haben aber auch noch ein Kontrollorgan, zumindest in Basel. Das ist nämlich dann auch die Uni-Leitung und die Pressestelle, die auch anschaut, was wir da kommunizieren und wie wir das kommunizieren. Wir haben das ja nicht gelernt und sind oftmals Autodidakten und das wird dann schon sorgfältig nochmal gegengelesen von auch diversen Leuten. Das ist ja auch in unserem eigenen Interesse. Ich kann mir das als Gratwanderung vorstellen. Auf der einen Seite also möchte man sich ja seinen eigenen Text nicht unbedingt nochmal einer Kontrolle unterziehen müssen und denkt eigentlich, dass man mit der wissenschaftlichen Publikation alles gesagt hat. Sollte eigentlich, wie siehst du das, Michi? Also die Kontrollfunktion, ist die gut, ist die notwendig? Kann die einen Schritt zu weit gehen? Ja, zum Teil ist es sicherlich notwendig, um irgendwie vorzubeugen, dass man Sachen aussagt, durch das Vereinfachen eben und Generalisieren, die man eigentlich nicht vorgehabt hat, auszusagen. Aber manchmal ist natürlich auch eine Art Filter, wo dann Informationen einfach nicht durchkommen, weil sie eben politisch brisant sind. Also man hat eigentlich gute Erkenntnisse, die auch interessant wären, einer größeren Allgemeinheit preiszugeben. Aber dann gibt es trotzdem die Möglichkeit, dass man diese eben falsch darstellt von gewissen Akteuren in der Klimawandeldebatte. Und die ist einfach immer da, wenn man heutzutage was rausfindet, kann es immer auch irgendwie falsch interpretiert werden und dann ist zum Teil auch schon von der Pressestelle her in der Universität eine Tendenz da, dass man extra vorsichtig ist und die Sachen zurückhalten will, weil sie eventuell missverstanden werden könnten und es geht dann manchmal auch
zu weit, dass, ja, dass, also nicht Zensur, Zensur wäre ein hartes Wort, aber dass man Sachen einfach nicht so schreiben kann, wie sie in der Publikation drinstehen, weil man eben vermeiden muss, dass sie dann aus dem Zusammenhang genommen werden. Und in der Publikation ist man sehr präzise, worauf die Aussage sich jetzt begründet zum Beispiel. Wir haben jetzt drei Klimaexperten gehört, eben keine Experten zur Kommunikation. Und ich glaube, dass das eigentlich schon irgendwo den Finger in die Wunde legt. Und ich komme gleich nochmal darauf in der Runde, dass sich sehr wahrscheinlich der Anspruch, die Nachfrage, aber auch von uns gesehen irgendwo eben der Druck erhöht hat durch eine Thematik wie eben den Klimawandel. Ich kann mich noch ganz schwach an die Zeit Waldsterben erinnern und das, was man nachher in der Presse hatte, das war eigentlich auch eine Phase, in der von Seiten der Medien, von der Politik und dann von der Bevölkerung, von den Wissenschaftlern sehr schnell Antworten gewollt oder nachgefragt wurden, in den 80er Jahren. Und dann natürlich zu Covid-Zeiten, wo es eine ganz starke Nachfrage eigentlich an die Wissenschaft gab, möglichst schnell und präzise Antworten zu liefern. Der Klimawandel ist weniger so eine kurzfristige Sache, aber der begleitet uns schon etwas länger und der wird auch so schnell nicht von der Hand zu weisen sein. Aber eben, wir sind Experten, wenn es darum geht, Klima zu verstehen und in der Kommunikation. Wir alle jetzt in der ersten Durchlauf gemerkt, gibt es natürlich Nachholbedarf und wir sind mit einer Situation, die wir nicht unbedingt seit 15 Jahren eigentlich so kennen. Anna, du begleitest jetzt unsere Forschungsgruppe jetzt, bist ein Teil davon geworden, als einziger Nicht-Wissenschaftler. Und das war uns besonders wichtig, dass wir eigentlich jetzt eine Perspektive von innen, von jemandem eigentlich von außen bekommen. Also wir haben dich da so rein integriert. Und das alles, was wir machen heute, was wir jetzt seit Montag machen, dient ja irgendwo der Kommunikation. Mhm. Und wie nimmst du das auf? Und Vielleicht möchte ich jetzt auf die Kollegen, sage ich einfach, auch wenn ich eben keine Wissenschaftlerin bin, aber ich habe unheimlich gelernt in dieser kurzen Zeit, aber einfach jetzt gerade die drei Begriffe vereinfachen oder Vereinfachung, bin ich noch dran, die hören? Ja, okay. Gefahr, Kontrollfunktion. Also erst habe ich gesagt, das klingt so etwas negativ und ich denke, es ist eigentlich spannend. Und wenn man sagt, vereinfachen und wenn man jemand anders das überlässt, kommt, glaube ich, Gefahr rein, dass man das, also eben die Kontrolle als Wissenschaftler oder sage mal, ich merke das einfach in meiner Kunst, wenn ich das selbst nicht in der Hand nehme zu einem Teil, wie ich kann, bevor ich das in die Presse oder so, da machen die natürlich damit, was die wollen. Und daher, glaube ich, ist wichtig, dass man das klar sagt und dann von der anderen Seite, also das sehe ich auch von euch und jetzt bin ich sozusagen einer von euch, da draußen sage ich nur, weil ich eben nicht, also ist eigentlich durch meine künstlerische Arbeit zu der Wissenschaft gekommen, so eben als Laien würde ich sagen, oder? Und dass ein großer Teil auch bei mir selbst liegt und ich denke bei jedem in der Gesellschaft, weil letztendlich, erst habe ich gedacht, es ist schwierig, wie komme ich überhaupt, das ist alles so kompliziert. Es ist eine andere Sprache, das ist klar, andere Begriffe, aber mit all unserer Technik heute, jeder hat ja ein Handy, mit Bibliotheken, also es gibt einfach so viele positive Stellen, wo man sich informieren kann, bevor ich fordere, ich erkläre mir das jetzt, was sagen die, dann holt man irgendeine Pressestelle, um mir das zu sagen. Aber da denke ich, ist ganz wichtig, dass ich mir vorher eine Meinung bilde und dann auch, dann kann ich eben diese Gefahr, dieses Ganze klarer sehen und eben eine eigene Meinung dann bilden darüber und auch vielleicht was Genaues fordern. Und ich so, ich will eben informiert werden. Na, mach. So, das kam mir so.
vielleicht darf ich dazu was sagen. Also ja. Erstmal, also diese Funktion der Profis, die einen umgeben bei der Wissenschaftskommunikation, also die Presseabteilung, für Mainz zumindest kann ich sagen, also die haben überhaupt keine, haben noch nie in irgendeiner Form korrigierend auf mich eingewirkt in Bezug auf das, was da an die Presse gehen soll. Sondern da geht es eigentlich in diesem Fall oder zumindest bei uns darum, das so tatsächlich zu formulieren, dass das auch bei den Journalisten entsprechend aufgenommen werden kann. Und dass die vielleicht dann animiert werden, bei mir oder in der Gruppe nachzufragen, was es denn ist. Aber mit der Vereinfachung meinte ich, oder der Simplifizierung dieser Resultate meine ich jetzt, um bei dem Beispiel nochmal zu bleiben, wir haben also die letzten 10 Jahre und sagen in der Publikation, die sind wärmer als irgendeine andere 10-jährige Periode der letzten 1000 Jahre. Mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit. Mhm. Und das ist das, was kompliziert ist. Also das ist, und das ist in der Wissenschaft ja immer so, dass es nicht hundertprozentig sicher ist, sondern mit bestimmten Wahrscheinlichkeiten. Und beim Stichwort Corona würde ich gerne erwähnen, das hat sich meines Erachtens fundamental geändert, zumindest in Deutschland, dass die breite Öffentlichkeit, ich ja auch, über Corona so intensiv informiert wurde, dass Wissenschaft immer nur mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit funktioniert. Das haben wir eigentlich als Gesellschaft jetzt über Corona gelernt. Und das betrifft ja alle Bereiche, eben auch in der Klimaforschung. Und die Vereinfachung besteht dann eigentlich an der Stelle in aller Regel, dass man dann sagt, ja, es ist heute wärmer, als es schon mal war. Und diese Unsicherheit, diese Uncertainties, die im Detail in der Originalpublikation beschrieben sind, die lässt man in der Presseerklärung nicht weg, aber wird einem angeraten, das zu vereinfachen oder man kommt selbst drauf. Und dann ist es aber eigentlich auch eine Verkürzung der Nachricht, weil es dann eigentlich nur noch heißt, heute ist es nicht mehr so warm oder heute ist es wärmer als in den letzten 1000 Jahren, Punkt. Ohne Unsicherheit. Das ist das, was ich meine. Wenn eine Studie Ergebnisse zeigt, die anders aussehen. Also ihr rekonstruiert was, Dominik mit Stalagmiten, Michael mit dem Eis, und wir würden in einer speziellen Studie sehen, aha, wir haben diesen Erwärmungstrend nicht drin. Würde man die Kommunikation hier auslassen? Würde man da sagen, das ist ein Ergebnis, was es nicht wert ist zu kommunizieren? Gäbe es da, würde man gesellschaftlich diesen Druck empfinden, dass man sagt, aha, das ist etwas, was eigentlich nicht gegen die gewohnte oder gewollte Richtung geht, und nimmt es dann einfach raus? Eben gewollte. Wer will was? Also da die gewollte heißt dann, gleich da ist ein Druck von außen, der dich wiederum steuert, und dann wohin? Und da muss man von der eigenen Arbeit ausgehen und wieder versuchen, dass das nicht falsch interpretiert wird. Und das ist natürlich schwierig, wo es bestimmte Begriffe geht, weil sogar einfach wärmer, das ist fast heiß oder kälter. Und da ist es so einfach mit unserer Sprache und wie, ja, das zu kommunizieren, das ist unheimlich delikat. Aber würdet ihr das in deiner Gruppe machen, wenn jetzt, oder würde man sagen, das ist auch ein Ergebnis, aber es ist nicht so wichtig zu kommunizieren, oder ist das, weil man auch irgendwo Angst hat, damit die Debatte vielleicht eben in eine andere Richtung zu deuten, aber wenn... Ja, die Wissenschaft lebt ja von der Diskussion, auch von konträren Meinungen, solange die nicht leugnerisch sind. Also das haben wir ja bei Covid erlebt, dass da auch einfach Leugner waren, die man könnte geschön sagen, alternative Fakten präsentiert haben, und dann ist natürlich eine Grenze erreicht. Aber ich finde ansonsten, was mir oftmals bei Diskussionen fehlt, ist auch so eine gewisse Art Menschlichkeit. Wir alle machen Fehler, wir machen auch Fehler in der Diskussion. Wir wollen ja eigentlich alle das Gleiche, wir wollen zu einem optimalen Ergebnis kommen. Ja. Und oftmals ist in Diskussionen heutzutage sehr viel Verurteilung, und das finde ich einfach schade. Verurteilung von allen Seiten, ob das jetzt von rechts, links ist, Mitte, Leugnern, Skeptikern, weiß ich was, und wir sollten das schon emotional führen, Diskussionen, aber nicht zu emotional und auch sachlich mit Kenntnis. Und das wünsche ich mir eigentlich am meisten, auch in naher Zukunft, dass man auf den Dialog setzt, egal wie andere Meinungen aussehen, und dass man dort auch
mit einer gewissen Coolness argumentiert und dann sagt, ich muss den nicht von heute auf morgen ändern, die Meinung, sondern das ist ja auch ein langfristiges, in einer langfristigen Entwicklung, und über kurz oder lang werde ich ihn schon überzeugen. Und Mark Twain hat gesagt, wenn man auch mit Idioten diskutiert, muss man immer aufpassen. Man darf sich nicht auf das gleiche Level begeben, weil dann begibt man sich auf Terrain, wo man eigentlich gegen den Idioten nur verliert, weil man dort nicht das Wissen hat, was oder auf dem gleichen Niveau diskutiert wie er. Und ja, das ist für mich so, dass die Quintessenz, die mir heute oftmals fehlt. Wie gesagt, das ist zu sehr Verurteilende. Ich denke, wir haben jetzt hauptsächlich gesprochen über Kommunikation von Wissenschaftlern an die breite Öffentlichkeit. Ich glaube, was wir noch gar nicht angesprochen haben, ist Kommunikation zwischen den Wissenschaftlern, weil ich denke, die ist mittlerweile auch schwierig, weil es gibt einfach so viele Teilfelder, Klimamodellierer, Paläoklimatologen wie uns. Und ich denke, dass viele Leute in anderen Feldern innerhalb von der Klimaforschung auch gar nicht wissen, was die Paläoklimatologie zum Beispiel in den letzten Jahren herausgefunden hat, weil man eben, das ganze Feld ist insgesamt gewachsen und von daher ist es auch die Kommunikation zwischen den Gruppen wichtig. Ich habe zum Beispiel vor 7 Jahren mittlerweile, ist es her, habe eine Studie herausgebracht, eine sehr große Studie, wo wir Eiskerne global, Grönland, Antarktis untersucht haben und dort dann die Datierung, wir haben festgestellt, dass es einen Datierfehler gibt in den Eisbohrkernen, der weit zurückzuführen ist, schon viele Jahrzehnte, und der alle Eiskerne gleichzeitig betrifft. Und ich denke, die Information, dass es diesen Datierfehler gibt, und wir haben ihn korrigieren können und haben neue Chronologien vorgeschlagen, aber ich denke, diese Information ist zum Beispiel in der Wissenschaftscommunity jetzt nicht zu allen anderen Lagern gekommen. Es gibt andere Klimatologen, die nehmen dann die Daten, die schon vorher publiziert worden sind, aber vergessen, die dann auf den neuesten Stand zu bringen. Und dadurch wird man dann natürlich auch weniger präzise, wenn man in der Vergangenheit weiter zurückschaut, verliert man dann die Amplituden in natürlicher Variabilität. Und das könnte man eigentlich alles lösen. Man muss nur einfach auch zwischen den einzelnen Communities besser kommunizieren, dass die Leute wissen, dass es neue Erkenntnisse gibt. Ich finde das spannend. Also du hast jetzt eigentlich auf die Komplexität des Feldes bist darauf eingegangen, und das stimmt natürlich eben. Klimawissenschaft an sich ist so breit und ist unheimlich divers. Es gibt, oft hört man immer verstärkter eigentlich, Klimawissenschaftler sollten eine lautere Stimme haben, sollten sich mehr äußern und vielleicht auch gleichzeitig, vielleicht ist das damit mit einer stärkeren und lauteren Stimme oder sich stärker in die Diskussion einbringen, geht oft einher, eigentlich mit einer Stimme sprechen. Und was ich ein bisschen gehört habe, also diese eine Stimme kann es nicht geben und vielleicht soll es die auch gar nicht geben. Und da würde ich gerne nochmal was zuhören. Also inwieweit geht ihr damit um, wenn es hört, eigentlich, ihr seid noch zu leise, ihr müsst ein bisschen lauter, ihr müsst euch stärker in die Debatte einbringen, ihr müsst klarer die Fakten kommunizieren, anstatt euch zurückzuhalten, und dann müsst ihr euch nicht wundern, eigentlich, wenn andere das Ruder übernehmen. Ja, meinst du jetzt innerhalb zwischen Kollegen oder nach außen? Nein, nach außen. Also, dass man im Prinzip von Nichtwissenschaftlern, von der Gesellschaft hört, gerade in Zeiten eben, in denen auch der Bedarf nach Wissen steigt, also eben Covid-Zeit oder eben allgemein zum Klimawandel, lautere Stimme ist gefordert. Ja, ist das wichtig? Ist das richtig? Verliert die Wissenschaft, Akademie nicht, wenn sie lauter wird und sich eigentlich angleicht, allen anderen Bereichen ihren Platz und dann eben, ich will das jetzt nicht wiederholen, aber ich tue es noch einmal, also und ist eine Stimme angebracht oder verliert man dadurch im Prinzip auch die Sachen, wie du sagst, Unsicherheit, Komplexität, wir alle verstehen ein bisschen von ganzen kleinen Teilbereichen, es gibt eigentlich vielleicht keinen Klimawissenschaftler, der alles wunderbar zusammenbringen kann, das wäre dann vielleicht der Journalist. Entschuldigung. An der Stelle ist vielleicht wichtig, also
also in Deutschland zumindest und wahrscheinlich auch im Ausland, es gibt ja diesen Begriff also des Klimawandels, und dann viele auch Nichtwissenschaftler beziehen sich dann darauf und sagen, 97%, das ist so eine Zahl, die in Deutschland rumwabert, 97% der Klimawissenschaftler stimmen ja überein, dass das jetzt, dass es extrem warm ist und dass der Mensch schuld ist. Und das ist halt schon, muss man bedenken, dass das, was wir jetzt machen, was wir forschen, das ist politisch relevant. Ja? Und was du jetzt ansprichst, finde ich, hat dann eben schon direkt mit dem IPCC zu tun, also dem Intergovernmental Panel on Climate Change. Und dort, und da wird sich auch darauf berufen. Und die Aufgabe des IPCC ist es eben, zumindest deute ich das, alle 7 oder alle paar Jahre den Stand des Wissens zusammenzufassen. Und es gibt dann eben, du sagst, es gibt unglaublich viele Publikationen, und daraus quasi, oder das so weit zu verdichten, und dass man eben sagen kann, also was dann im IPCC steht, das ist tatsächlich so etwas, wo doch sehr viele Wissenschaftler zustimmen würden. Also das ist dann am Ende nicht eine Stimme, sondern es ist ein großer Prozentsatz der Wissenschaftstreibenden würden doch den Dingen zustimmen, die im IPCC stehen. Das ist das eine. Das zweite, der IPCC, jetzt der nächste, der hat im Moment 4000 Seiten, ja, da stehen sehr viele Dinge drin, ja. Und da muss man eben bedenken, dass diese 4000 Seiten, das ist jetzt auch eine Frage der Kommunikation, das wird sicherlich kein Journalist lesen. Es gibt dann eben ein Summary for Policymakers, das sind dann noch so 30, 40 Seiten, und da gibt es einige Figuren, ja. Und da, die sind dann natürlich überaus wichtig, insbesondere die Figur 1, vielleicht können wir über die mal sprechen, aber, und dann sind dann eben sehr viele Resultate, die sind nochmal verdichtet. Und dann gibt es doch einzelne Aspekte, wo wir vielleicht sogar wir drei oder wir vier, wir fünf sagen würden, also da ist eindeutig, sind wir alle einer Meinung, aber dann gibt es einen anderen Befund, der dort präsentiert ist, da sind vielleicht schon wir gar nicht mehr so einer Meinung. Und da sind wir wieder bei diesem Thema der Unsicherheit. Die Unsicherheit schwingt mit bei allen Befunden, die schwingt auch mit bei dem IPCC, der sagt, wir wissen das mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit. Und da steht zumindest, weil ich das sehe, zu keinem Befund, dass wir das zu 100% wissen. Ein paar Dinge wissen wir zu 99%. Und das muss man eben dabei bedenken, finde ich. Ja, und da sehe ich, wir haben diesen großen Topf von Wissen. Und du sagst IPCC, das kennen vielleicht auch nicht viele oder meine Nachbarin wahrscheinlich auch nicht. Und dann sagst du eben auch, und der Journalist. Und dann ist der Journalist derjenige, der sozusagen mir als Bürgerin helfen soll, das zu vermitteln. Und da denke ich, und du sagst, und da frage ich mich, kann vielleicht, oder ich frage mich einfach jetzt schon so auf den Stegreif, die Möglichkeit, eine Plattform zu haben, also IPCC ist einer, wo das ganze Wissen reinfließt, wo es vielleicht auch aufgeteilt, vorbereitet, wo auch der normale Bürger, der interessierte Bürger, oder wie man es auch nennt, weil wir sind ja ein, wie du sagtest, wir sind alle im Boot, selben Boot, sich individuell auch informieren kann. Weil letztendlich, wenn das in der Presse, da hast du wieder die politische Färbung, die Färbung auf die Information, wo ich sage, das ist wirklich auch, ob es die richtigen Fragen oder noch zu forschende Fragen, wo kann ich mit einer, mindestens die Neutralität, wo ich denke, das hat nicht einer irgendwie verfälscht zu einem bestimmten Zweck, sondern ich kann da als Individuum drangehen mit meinem Wissen, mit meinen 100.000 Wörterbüchern und Internet und selber was rausfinden. Die Frage ist, ob es da auch eine Verzerrung gibt, aber Dominik, du wolltest noch was sagen. Ja, aber vielleicht haben wir auch mittlerweile den nächsten Punkt erreicht. Ich glaube, die meisten Leute, aus meinem Bekanntenkreis zumindest, und ich denke, bei Ihnen ist auch nicht anders, leugnen gar nicht mehr den Klimawandel. Also wissen, dass irgendetwas passiert, dass irgendwas außerhalb der Norm ist, was natürlich am Klima liegt, an der Infrastruktur. Und wo wir aufpassen müssen, ich glaube, das ist immer meine Erfahrung auch als Familienvater, wenn ich meinen Kindern immer sage, du darfst das nicht, du solltest das nicht tun, du musst aufpassen, erreiche ich nicht das Ziel. Ich glaube, den Fehler, den wir im Moment machen, das ist zumindest meine Überzeugung, ist, dass wir als Klimaforscher oftmals viel zu sehr mit dem erhobenen Zeigefinger
vor der Öffentlichkeit stehen und sagen, ihr müsst das ändern, ihr müsst das ändern. Und alleine schon der Begriff muss kreiert einen Widerstand. Und ich denke jetzt, Covid hat uns auch vieles gelehrt, wie eine Gesellschaft reagiert. Sie müssen Masken tragen, sie müssen sich einschränken und irgendwann schreit alles in einem, nein, ich will genau was anderes machen. Ich will genau dagegen an, also zumindest war es bei mir so. Und ich glaube, da haben wir den Punkt erreicht, wo wir wirklich sehr aufpassen müssen, wie wir das kommunizieren. Und wir sollten vielmehr nicht die Katastrophen an die aufzeigen, sondern die passieren. Einige werden passieren, das ist unvermeidbar. Wir sollten aber zeigen, was optimistisch zeigen, was wir alles verbessern können. Und das kommt mir oftmals zu kurz bei meinen Kollegen, auch bei den Kollegen, die viel in den Diskussionsrunden auftauchen. Ich will keine Namen nennen, die sehr aktiv in der Richtung sind. Und nochmals, wir sollten da viel positiver rangehen, was wir auch alles als Gesellschaft dann leisten können. Also jetzt langsam kommen wir an, jetzt, wir arbeiten uns ran. Also jetzt das, was wir jetzt merken, okay, da sind Grenzen in der Kommunikation, in der Kommunikation von dem, was wir kreieren, das ist Wissen. Diese Herausforderungen, aber gleichzeitig auch die Nachfrage nach dieser Kommunikation, die hat sich über die Zeit verändert, also die ist natürlich, die hat sich verstärkt durch den Klimawandel. Wir hören oft meistens eben von Nicht-Wissenschaftlern und ich finde seltener von Wissenschaftlern die Aussage, wir haben das alles verstanden. Ne? Also darum, da geht es nicht darum zu sagen, wird es wärmer oder nicht, aber da ist noch etwas mehr Komplexität dahinter, hinter dem Thema. Und das ist in der öffentlichen Debatte, politischen Diskurs, geht das ein bisschen unter. Das ist vielleicht auch nicht immer direkt zielführend. Es kommt dann eben ganz schnell, Jan, du hast das angesprochen, über den IPCC, der mit seinen 4000 Seiten ja eigentlich auch, nicht eigentlich, sondern auch faktisch für uns nicht mehr greifbar und verdaubar ist. Und dann geht man eben auf den Summary for Policymaker, der ist dann ein Bruchteil davon, und zwar 40 Seiten oder 39 Seiten. Da bekommt jedes Wort und jede Figur unheimlich viel Gewicht. Und wenn ich mich eigentlich so außerhalb, wenn ich mich also jetzt mit den Wissenschaftlern eine Woche unterhalte, merken wir eigentlich so, das kennen wir nicht, das haben wir nicht verstanden, das ist sehr kompliziert, hier wissen wir es auch nicht ganz genau, hier brauchen wir mehr Daten. Das ist eigentlich so, darum geht es jetzt eine ganze Woche und das ist relativ alles zusammengefasst. Geht man raus, hört man, naja gut, wir wissen ja schon, wie es ist. Es steht ja im IPCC. Und da sehe ich eine gewisse Diskrepanz von dem, was wir eigentlich jeden Tag machen. Also wir gehen ja nie ins Büro oder ins Labor und sagen, na gut, das wissen wir jetzt. Ne? Es ist ja immer genau das Gegenteil. Und je mehr wir eigentlich an Forschung rein investieren, können wir ein oder zwei Fragen beantworten, aber wir kreieren mehr. Wie würdest du das sagen? Also nehmen wir mal dein Fachbereich, die Eisbohrkerne, eben was ist das Signal und was ist der Effekt von großen Vulkanen aufs Klimasystem, Vergangenheit, aber das hört ja nicht irgendwo auf und auch noch heute. Wie weit ist das verstanden? Ich frage deswegen, weil große Vulkanausbrüche oder bestimmte eben auch eine treibende Kraft für aufs Klimasystem sein können und dann, das ist eben nicht nur Treibhausgase, sondern eben, es gab auch keine Baseline, da kommen wir vielleicht auch nochmal hin zu diesem 1,5 Grad Agreement. Auf was bezieht sich das? Das ist eigentlich auch etwas, was in der Diskussion oftmals vernachlässigt wird. Und wenn ich sage, auf was bezieht sich das, will ich damit andeuten, dass man nicht davon ausgehen sollte, dass das Klimasystem stabil war und nur jetzt sich ändert. Und das ist etwas eigentlich, daran arbeitest ja genau du. Und wie weit ist das jetzt, also das ist für, nach außen sieht das nach einem Detail aus, aber aus der Klimawissenschaft raus ist das ein zentraler Punkt. Und wie weit wird der oder eignet der sich zum Kommunizieren? Ich glaube, insgesamt sind Vulkane auf alle Fälle super interessant, weil es einfach die Bevölkerung, die Menschheit immer begeistert hat. Also es ist sehr leicht zum Beispiel mit Vulkanausbrüchen, Pressemitteilungen, zum Teil rufen sogar Journalisten an, wenn man, also von daher ist grundsätzlich für Vulkanismus immer ein Interesse da und das super Spannende am Vulkanismus ist, dass es quasi ein Analog auch ist für eine Methode, die man jetzt so als letzten Ausstiegsanker, also so
Solar Geoengineering, also die Idee, dass man quasi Vulkanausbrüche in der Zukunft, menschgemachte Vulkanausbrüche stattfinden lässt, also indem man aktiv mit Flugzeugen Sulfat, also Schwefelpartikel in der Stratosphäre ausbringt. Von daher ist Forschung von Vulkanausbrüchen in der Vergangenheit durchaus relevant, auch für die Zukunft, weil man eben in Ermangelung an richtigen Alternativen, wie man die Klimaentwicklung stoppen kann, auch extreme Methoden im Moment rein wissenschaftlich, noch nicht praktisch, aber man überlegt sich auch solche extreme Methoden. Und da sind Vulkane natürlich das ideale Feld, weil man relativ gutes Verständnis hat, wie Vulkane das Klima beeinflussen. Es sind einfach sehr große Schwefelmengen, die ausgestoßen werden, die dann wie so ein Schild über dem Globus für 2 bis 3 Jahre die Solarstrahlung in Weltall zurückreflektieren. Und von daher haben wir da ein relativ gutes Verständnis. Und von daher ist es relativ einfach, immer Vulkanausbrüche zu kommunizieren und auch die Bedeutung für die Klimaentwicklung. Ich denke, da gibt es andere Felder in der Wissenschaft, wo es viel, viel schwieriger ist, das zu kommunizieren. Aber es ist natürlich auch jetzt habe ich den Faden verloren. Ulf, jetzt musst du mir wieder helfen kurz. Ja, ich muss dir mit Sicherheit nicht helfen. Nee, das ich finde es interessant und ich will dann nicht weiter darauf eingehen, dass eben der Effekt von zum Beispiel Vulkanen, weil er eben kompliziert ist, weil er komplex ist, oder eben der relative Effekt von Vulkanausbrüchen versus Sonnenaktivität, wie viel natürliche Variabilität wir hatten vor der Industrialisierung. Und dann heißt es nicht, seitdem wir anfangen, eben unser Klima maßgeblich, da ist überhaupt nicht die Frage, zu beeinflussen und ganz gravierend eben auch für die aktuelle Erwärmung verantwortlich sind. Das heißt aber nicht, dass alle natürlichen Prozesse dann aufgehört haben. Und es ist genau diese Überlagerung von eben natürlichen und anthropogenen Klimaforcings, die auf unterschiedlichen Zeit- und Raumebenen interagieren und dann nochmal eben durch interne Klimavariabilität modifiziert werden. Und das alles führt eben genau dazu, dass die Experten auch oft nicht alles wissen. Und da geht es nicht darum, den Effekt von Treibhausgasen zu mindern, aber es geht eben auch darum, und ich glaube, das ist das, was du irgendwo versucht hast zu sagen, nicht immer nur mit dem Verbot und auch nicht immer nur sagen, wenn wir es zu, und das ist genau, so hast du angefangen, Jan, zu sagen, da ist ein Bedarf, wir müssen es vereinfachen, wir müssen aber aufpassen, dass wir bei der Vereinfachung nicht in eine oder die andere Richtung die Balance verlieren, weil vereinfachen bedeutet natürlich, dass es wie ein Modell, aber wir müssen das Modell irgendwo noch kontrollieren und müssen gucken, dass die Information, die rausgeht, eben, wenn sie mit Unsicherheiten behaftet ist, sollten die kommuniziert werden, weil sonst natürlich auch eben genau das ein falsches Bild entsteht, dass man alles weiß. Ich hatte noch einen anderen Punkt, jetzt wollte ich dich fragen, Anna. Wir gehen das Thema an aus so einer eurozentristischen Perspektive, vielleicht aus Deutschland, vielleicht aus England. Wie ist das mit einer Gesellschaft, die eigentlich doch, und ich will jetzt nach Island zurück, da kannst du uns was vielleicht drüber sagen, wie geht eine Gesellschaft mit Klimawandel, der Kommunikation, also mit der ganzen Thematik um, in einem Land, wo Klima, eben auch Vulkane, doch stärker noch eine Rolle und auch spürbarer sind als in unserer Gesellschaft. Also ist das aus deiner Erfahrung, geht man da anders damit um? Ist das etwas, was man noch stärker empfindet oder geht man eher entspannter damit um? Und weil man eigentlich ja nie auf Island gelebt hat, ohne eigentlich eine ständige Bedrohung aus der Natur zu kennen, und zwar durch den Vulkanismus und... Ja, das ist so ein... eigentlich beides, weil da will ich mir ja gleich anschließen, was du gesagt hast. Also das flutscht dann so rüber, weil das so eine klare Sicht auf... Also oder erstmal Tatsache Vulkan. Wir reden ja von Klima, wir wissen auch, dass vieles da getan werden muss. Und das ist das vielleicht, was uns immer so ins
der erstmal als erstes gezeigt wird. Und das, was Missy sagte hier, die Vulkane oder Ulf, spielen auch eine große Rolle. Und das war dann so gerade so super gut erklärt, so sachlich. Und ja, und die sind das und das und ich irgendwie, oh, aber die sind auch ganz schrecklich. Also so, was du sagtest, wie geht man damit um? Und das war eigentlich meine Eintrittskarte in diese Gruppe am Anfang, wo ich hier meine Ausstellung gemacht habe und habe gesehen, dass Ulf einen öffentlichen Talk gemacht hat. Und so, oh, das muss, und das ging eben Vulkanik, also war das Thema der Gruppe. Und da habe ich ihn geschrieben und sag mich in, und einfach überhaupt um mein Interesse zu zeigen, sagte ich, ja, mich interessiert einfach total, wie, also ich komme ja aus Island, mein Gefühl für einen Vulkan, was das ist, wenn die Asche, also wo, also diese, wo man eben nicht raus kann, die wo die Tiere, also damals nicht Menschen starben, wie, also einfach vieles, was auch nicht unbedingt sehr positiv ist, passiert, also Gefahren, eben auch große Gefahren, merkt man, wie klein man ist, wie ich, also das ist alles sozusagen in mir drin und ich denke, ich bin da ganz gut stellvertretend für meine Landsleute. Und wie ist zum Beispiel einer, der in Holland aufgewachsen ist? Oder was hat er überhaupt für ein Gefühl, was für ein Vulkan? Holland eben ist teilweise auch so ein künstliches, also wo Land gemacht worden ist von Menschenhand. Und Meeresspiegel. Ja, und da ist es auch so. Und bei das, was ich erlebt habe, natürlich, wo sowas passiert, von eben katastrophal, oh, wir haben Glück, das ist gerade nicht, hat nicht unsere Stadt oder die etwas zweitgrößere Stadt, sondern es sind die und die Bauernhöfe, die können wir helfen und. Wir irgendwie haben dann erstmal aus der Situation und jetzt unser kleiner Vulkan, der jetzt so ein bisschen jetzt still geworden ist, eben das ist unsere kleine, dann ist es eben wie so ein Haustier fast. Und alle sind dahin gepilgert in Covid-Zeiten, und weil das war das Einzige, was man machen konnte, keiner durfte was machen. Und da war das fast eben, ja, ach, der tut uns nichts. Aber durch diesen Vulkan, und da, das ist vielleicht durch die, dass die, das Land nicht so groß ist, ist unglaublich viel Wissen, weil jeden Tag war eben der Geologe im Fernsehen und hat berichtet. Man hat einen anderen Zugang zu der Thematik. Ja, auf jeden Fall. Also daher ja und nein für die Frage, natürlich müssen wir damit umgehen. Wir sagen, ach, das wird schon. Keiner verlässt das Land. Wir bleiben da. Aber das ist vielleicht der gute Punkt. Ich glaube, als Geologe kann ich sagen, dass Vulkane sind nicht Katastrophen, sondern in geologischer Geschichte sind die Vulkane ganz entscheidend für unsere Erdatmosphäre gewesen und auch für das Leben. Also, und das, ich würde immer sagen, das ist auch eine Frage, wie wir Katastrophen passieren, weil dort oftmals auch Menschen sind, wo sie nicht sein sollten. Und das ist eigentlich, glaube ich, auch der wichtige Aspekt des Klimawandels, den wir nicht bestreiten, also die meisten von uns nicht, der passieren wird. Die Frage ist, sind die sekundären Effekte erstmal auf landwirtschaftliche Produktion, Ernteerträge, und dann haben wir tertiäre oder dritte Effekte, die die Gesellschaft erfassen. Und eigentlich, ich habe gar nicht so viel Angst vom Klimawandel, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich weiß als Geologe, es gab in der Vergangenheit viel dramatische Verwandlungen in der Erdgeschichte, wo auch 90% der Spezies ausgestorben sind. Insofern sage ich mir, wir haben schon Schlimmeres erlebt, also nicht die Menschen, aber die Erde zumindest. Und die Frage ist, was wollen wir? Und ich habe vor 3 Wochen in Basel im Naturhistorischen Museum einen Talk gegeben und unter dem Titel auch die ganze Serie, die Ausstellungsserie hieß Erde am Limit. Und ich fand den Titel total falsch, weil der Erde ist es egal, was mit dem Klima passieren wird. Das sind alle wir hier im Raum, die auf die eine oder andere Art und Weise von Konflikten, Migration, Ernteausfällen, Verteuerung von Produkten aufgrund des Klimawandels betroffen sein werden. Und dessen müssen wir uns immer bewusst sein. Ich schone eigentlich jetzt sarkastisch gesagt nicht die Erde, sondern ich sorge mich um meine Mitmenschen. Das stelle ich mir jetzt mal provokativ in den Raum. Sie können mich verurteilen, Sie können darüber nachdenken, aber vielleicht kann ich auch schon mal das Vorbereiten für die explosive Diskussion, die wir vielleicht dann hoffentlich haben werden, auch kritisch. Und das ist so meine Anmerkung, auch als Geologe, der auf langen Zeitskalen arbeitet. Dominik, das passt gut.
wir reden jetzt, oder ihr redet jetzt genau 45 und ein paar Minuten. Und wir haben angekündigt, dass wir eigentlich zu dem Zeitpunkt das Publikum mit einbeziehen wollen. Also ich würde sagen, wir reden weiter, aber wir hoffen, dass eben auch Fragen kommen, natürlich kritische Fragen. Ich merke jetzt eben nach der knappen Stunde schon, wie sich die Diskussion entwickelt hat. Eben, das ist etwas, was machen wir nicht ständig. Wir reden ganz oft über Wissenschaft. Das würde uns allen einfacher fallen, heute Abend über unsere Wissenschaft zu reden. Aber über das Thema, wie unsere Wissenschaft außerhalb der wissenschaftlichen Organe kommuniziert wird, das ist eben ein Bereich, da sind wir Laien. Das heißt ja nicht, dass wir Wissenschaft nicht ständig kommunizieren, aber es geht eben natürlich darum, heute Abend zu sehen, was bedeutet Kommunikation außerhalb der gängigen Plattformen, Paper, Journals, Bücher. Ein Beispiel, das möchte ich noch sagen, bevor es dann hoffentlich wirklich in die größere Runde geht, ist, in dieser Kooperationsgruppe war uns die Kommunikation der wissenschaftlichen Ergebnisse, dem, was wir herausfinden, eigentlich von Anfang an ja, wichtig, und wir haben uns ganz bewusst dafür entschieden, vom ersten Gesuch, den wir gestellt haben, bis eben dann hoffentlich nach den 2,5 Projektjahren, was rauskommen soll, um besser zu kommunizieren, ist ein Filmprojekt. Also das ist etwas, was für uns alle relativ neu ist und zeigt aber, dass wir uns schon ganz bewusst mit der Thematik auseinandersetzen, wie kann man vielleicht auch besser wissenschaftliche Ergebnisse kommunizieren und damit ein breiteres Publikum, nicht wissenschaftliches Publikum, so erreichen, dass man beides macht. Man fasziniert und gleichzeitig macht man auf die Komplexität aufmerksam. Und ich denke, dass sich das nicht unbedingt ausschließen muss, ganz und gar nicht. Und ich denke, dass wir viel zu oft in existierenden Denkstrukturen uns bewegen, das tun wir sowieso, aber auch wenn es darum geht, wie kommunizieren wir. Und wir denken natürlich dann sofort an das, was wir schon immer tun. Ah, wir machen unser Paper, dann müsste man vielleicht mit einem Journalisten reden und das kommt dann in die Zeitung und da wird es so verzerrt, dass man sich nicht mehr wiederfindet. Ich glaube, wir müssen das auch verlassen und denken, nee, das ist nicht so und es gibt viele Wege, mit denen man viele Leute erreichen kann, die einfach überhaupt noch nicht ausgenutzt werden. So, jetzt möchte ich gucken, gibt es Fragen hier direkt aus dem Publikum, die Leute, und wie machen wir das dann, drückt man dann auf das Mikrofon? So, funktioniert das? Das funktioniert sehr gut. Also ich habe mehrere Fragen, beziehungsweise auch vielleicht einfach eine Anmerkung. Ich bin Student, ich studiere überhaupt nichts Wissenschaftliches, sondern Geschichte und Deutsch. Deswegen bin ich, also ich verstehe das meiste, hoffe ich. Das heißt, insofern klappt das schon mal mit der Wissenschaftskommunikation heute. Aber mir ist eins aufgefallen, ich glaube, das ist so ein bisschen die Frage, wie politisch kann sich Wissenschaft erlauben zu sein? Und ich finde, das ist doch eigentlich eine Frage der Didaktik, um jetzt als Bildungswissenschaftler zu fragen. Wenn man vor der Klasse steht, möchte man ja seinen Inhalt vermitteln. Aber man kann ja, es bringt einem nichts, wenn man inhaltlich so gut ist, wenn man es trotzdem nicht vermitteln kann. Also ich finde, als Lehrer ist ja der Inhalt oder nur so wichtig wie das, was man eben auch den Schülerinnen und Schülern beibringen kann. Und deswegen finde ich, also ich habe das Gefühl, als vielleicht auch deutlich jüngerer Mensch als Sie, dass die Öffentlichkeit wissenshungrig ist. Und also wir wollen ja auch wissen, als junge Generation, wofür wir uns zurücknehmen sollen, warum wir nicht in den Urlaub fliegen sollen oder wollen. Und ist es da nicht gerade was, also Stichwort Fridays for Future, Klimastreik, Thunberg, dieser erhobene Zeigefinger ist etwas, was sich die junge Generation sehr traut und auch verlangt. Und das Wort muss, das ist ja was auch Thunberg sehr viel in den Mund nimmt. Und sie wollen keine Katastrophen aufzeigen, hatten sie auch gesagt, aber genau die Katastrophen sind es doch, die man verhindern möchte. Ich stelle mir das sehr schwer vor.
Katastrophen nicht zu erwähnen, ohne wenn man sie doch verhindern möchte. Und mir persönlich gibt ja gerade das Wissen die Stärke, also das Aufgeklärtsein gibt mir den Antrieb, immer mit dem Fahrrad zu fahren oder auf Konsum zu verzichten. Und also Sie hatten gesagt, Sie möchten nicht so gerne chorisch sprechen, weil Ihnen das unwissenschaftlich oder vielleicht auch undemokratisch vorkommt. Aber dieser Perfektionsanspruch, alle Unsicherheiten mitzukommunizieren in ein breites Publikum, ist denn nicht ein bisschen unpragmatisch im Hinblick auf, naja, den Klimawandel, den Anthropogenen? Und dann habe ich noch eine Frage an die Kunst sozusagen, nämlich welche Rolle spielt Kunst in der Wissenschaftskommunikation? Kann es vielleicht ein Mittler sein, wie zum Beispiel jetzt in Oberhausen, das Gasometer, da gibt es ja eine Ausstellung, die heißt das zerbrechliche Paradies. Und da frage ich mich, was Sie auch als Wissenschaftler von dieser Emotionalisierung der Debatte halten. Ich hatte gerade jetzt noch gehört, man möchte faszinieren, sozusagen als vielleicht als Pforte zum Umdenken. Ja genau, also vielen Dank schon mal. Ich danke Ihnen für die ganz vielen Fragen, für die kritischen Fragen. Ich würde vorschlagen, vielleicht fangen wir mit der Beantwortung der zweiten Frage an, die ist vielleicht etwas kürzer und dann gehen wir in den ersten Komplex rein. Also Anna, denkst du, dass die kurz ist? Nö. Nein. Also welche Rolle kann die Kunst einnehmen, ja. um zur Kommunikation? Nee, also ich freue mich über die Frage, ganz tolle Fragen. Also und das du zu mir aus? Das du? Oder sage ich dann sie? Ah, egal. Das mit so ganz konkret reingebracht habe, dann, weil das ist wirklich auch meine Überzeugung, dass die Kunst das auf jeden Fall kann und hat das eigentlich immer getan, unterschiedlich eben didaktisch, weil letztendlich kannst du durch die Kunst auch die Leute direkt ansprechen. Also vielleicht anders, ich habe eine ganz andere Plattform als meine Kollegen hier, weil ich trete nach außen und ich stelle aus das, was ich meine, was für das Publikum oder von meiner Arbeit aus, was da raus muss. Und da glaube ich auch jetzt mit der Gruppe, es sind ganz viele Ideen auch, dass auch eine Ausstellung entstehen wird mit dem, was alles passiert, weil das ist nicht nur jetzt ganz homogene wissenschaftliche Sachen, die wir, sondern wirklich auch Diskussionen, in welche Richtung kann es gehen, was gibt es für Möglichkeiten. Und da finde ich, ich denke auch einfach diese kreative Freiheit, also die Freiheit, sobald du anfängst, die Kunst zu instrumentalisieren, also ich finde, da sollte man einfach die Sachen mit Namen nennen, wie Fridays for Future, das wird das und das und dann macht man das, oder Greenpeace, dann wiederum verschleiert durch Ästhetik und so, also das hat mich immer gestört, wenn Leid anderer eventuell auch noch ästhetisiert wird, um vielleicht eine winzig kleine Gruppe zu erreichen. Also so, das ist sehr delikat, aber also absolut ja zu der Frage, 100%. Ich finde und ich wünsche mir noch mehr, dass Kunst integriert wird in öffentliche Institutionen, dass da eine Kommunikation stattfindet, weil man kann von einem ganz anderen Blickwinkel die Sachen dann angucken. Und eben auch kritisch. Also kritische Fragen, das ist gerade was Positives. Also. Dominik, du ging zum Teil direkt auf deine Aussagen. Möchtest du anfangen? Und dann denke ich, haben mehrere, also das war ein ganzer Komplex an Sachen. Also ich möchte nur schon, also es ist nicht so, dass die Wissenschaft, die wir machen, nicht kommuniziert wird. Jedes wissenschaftliche Ergebnis, jede Studie, jedes geförderte Projekt wird publiziert. Und das ist, glaube ich, genau der Punkt. Also wenn man sagt, wir sind wissenshungrig, wir möchten uns da informieren, dem steht nichts im Weg. Das ist ja alles publiziert und zwar ausgiebig. Der Punkt ist einfach nur, wer ist das zugänglich? Und dann sind wir an dem Punkt, über den wir reden wollen. Also es geht nicht darum, sollen wissenschaftliche Ergebnisse nicht, also die sind da. Wer wirklich den Wissenshunger hat, der kann eben rausgehen. Nur, ich glaube, da kommt jetzt die Schere auf, dass die meisten Leute das nicht machen. Und es ist auch nicht trivial. Und es ist nicht trivial und ich denke auch nicht, dass das so einfach ist. Und darum muss es das ist jetzt das falsche Wort, das ist auch nicht richtig, es muss keinen Filter geben, aber es muss im Prinzip eine
Übersetzung geben und eine Zusammenfassung. Aber Dominik, du wolltest, schießt du los? Na, schießen nicht. Also, ich versuche zu. Ich meine, es gibt, wenn ich eine Lösung hätte, wäre das schön. Also ich habe keine Lösung und ich will ja auch nicht den Flug verbieten, weil wir fliegen auch genug als selbst als Klimaforscher. Ich würde nur sagen, der Ansatz muss vielleicht anders erfolgen, weil ich glaube, Fridays for Future ist so eine Sache, die am Anfang unglaublich faszinierend war, weil sie auch von sehr jungen Leuten ausging und gewisse Idealismus, Ideologien gehören dazu, wenn man jung ist. Aber es ist dann diese schmale Gratwanderung, die wir auch bei der Kommunikation erleben, wenn man Fakten versucht zu kommunizieren, zwischen zu brutaler Vereinfachung, zu komplex. Und genauso ist es meiner Meinung nach bei Fridays for Future, dass man versucht, dass man eigentlich zu viel durch manche Aktionen, und jetzt ist ja gerade die Blockierung von Straßen, das passiert auch in der Schweiz, obwohl wir ja ein Tempolimit haben. Dort stößt man kriegt die Leute nicht an Bord, sondern im Gegenteil. Es kommt so eine Trotzreaktion bei den Autofahrern, die zur Arbeit müssen und die nicht können, bei Lieferanten, die was ausliefern müssen, nämlich vielleicht auch Pakete, die sie bestellt haben. Das zeigt auch die ganze Komplexität. Ich habe keine Antwort darauf. Aber ich glaube, wir wissen ja, dass es die letzten 20 Jahre zu nichts nicht unbedingt jetzt Berge bewegt hat. Also wir haben schon einiges erreicht, aber vielleicht hätten wir mit einem anderen Stil und mit anderen Mechanismen vielleicht auch hier und da mal versuchen können, doch anders vorzugehen, um doch noch mehr zu erreichen. Ich weiß auch nicht genau wie, aber ich mag diesen erhobenen Fingerzeig, du musst und das muss und dann große Ankündigung, was alles passiert und dann passiert doch nichts und so verliert man die Menschen. Aber man kann ja alles. Das muss keiner einen sagen. Es gibt ja auch Hoffnung. Also ich meine zum Beispiel, wir haben ja auch Katastrophen gehabt, Ozonloch. Viele von Ihnen sind zu jung, um sich dazu zu erinnern, in den 70er Jahren das Ozonloch. Und wir Menschen haben festgestellt, das war eine große Bedrohung von Hautkrebs, von ultravioletter Strahlung. Und man hat sehr schnell reagiert, weil man gemerkt hat, es geht dort wirklich ums Überleben. Und ich glaube, der Leidensdruck ist vielleicht bei manchen Sachen noch nicht so groß, dass man nicht plötzlich dann sagt, wir müssen jetzt radikal ändern. Das ist natürlich beim Klimawandel komplex. Also ich möchte was sagen. Aber ist gut, ich bin jetzt vielleicht ein bisschen kontrovers, vielleicht bin ich jetzt auch so ein bisschen der Bad Guy hier und da. Ja. Ich spiele meine Rolle jetzt ein bisschen, um auch die Diskussion anzuregen. Aber ich spiele sie weiter heute Abend. Also Dominik, vielleicht darf ich dir, also ich bin eher auf Ihrer Seite. Und nicht auf seiner. Aber das Ozonloch, das war etwas tatsächlich, das war da und das war reparabel. Es ist nicht repariert, aber es ist im Prinzip ist das eingeleitet und das wird uns nicht mehr tangieren offensichtlich. Aber das ist eben, die Frage stellt sich jetzt, ist der Klimawandel reparabel? Zumindest nicht aus Sicht des, das finde ich eigentlich richtig, aus Sicht des Planeten, sondern aus unserer Sicht. Und ich bin schon sehr wohl daran interessiert, was mit mir, meinen Kindern und auch mit uns allen passiert. Ja? Die Frage mit dem Muss, die ist eigentlich interessant, finde ich. Also, und da bin ich auch ambivalent. Sie sagten ja, wie politisch muss der Wissenschaftler sein? Und da bin ich dezidiert der Meinung, der darf nicht politisch sein. Also ich habe das für mich zumindest entschieden. Wenn ich als Wissenschaftler kommuniziere, dann sage ich Ihnen, ja, ich denke, es wird schlecht, es wird schlimm, es wird, und das sehen wir an diesen Daten. Wenn ich das tue, oder umgekehrt, sage ich mal, wenn ich herausfinde, es war schon mal warm, und das haben wir schon herausgefunden, das haben wir auch publiziert, auch kommuniziert, und die Skeptiker, die würden das eher begrüßen, und ich wurde auch mal ich hatte schon mal Fans bei den Skeptikern sozusagen, ja. Das hängt eben vom, aber die Aufgabe ist es eben zu kommunizieren, was wurde rausgefunden. Und wenn ich eine politische Agenda habe, die kann ich haben, aber dann bin ich kein Wissenschaftler mehr. Ja, dann werde ich ein Lobbyist. Und das gibt es auch, das sehe ich unter Kollegen, ja, das kann man machen, aber am Ende verliert man dann die ganze Autorität. Also ich möchte auch eigentlich dann, wenn ich dann gefragt werde und man weiß, ja, der Esper oder wer auch immer, der dramatisiert sowieso und man bekommt sowieso immer die gleiche Antwort, dann bin ich eigentlich kein Wissenschaftler mehr, sondern dann bin ich ein Lobbyist.
Und deshalb bin ich dezidiert der Meinung, dass Wissenschaftler nicht politisch sein sollten, sondern sie sollten die Fakten transportieren und auch die Unsicherheiten. Und auch wenn es unangenehme Nachrichten sind, was rausgefunden wurde, dann gilt es das auch zu kommunizieren. Und wenn man das macht und als diese Person auch in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird und man sagt dann, das wird schlecht werden, das sieht nicht gut aus, dann hat das Gewicht. Die Diskussion ist auf dem richtigen Weg. Ich habe eine Frage dort oben. Das ist, glaube ich, die nächste. Ja. Geht das jetzt? Ja, es geht. Okay, super. Ich wollte zwei Sachen sagen. Das eine ist noch zu dem Punkt mit dem mit den Verboten und den Forderungen, die mit du musst anfangen. Könnte man nicht vielleicht sagen, dass das ein Baustein sein kann in einer größeren Strategie? Also ich denke da jetzt nochmal beispielhaft an die Corona-Krise, Sie hatten die ja auch selber angesprochen. Da war es ja durchaus so, dass VirologInnen gesagt haben, wir müssen einen Lockdown machen oder wir sollten zumindest dringend einen Lockdown machen. Wir müssen alle Abstand halten, wir müssen die Masken tragen. Und dass gleichzeitig aber auch dann teilweise gesagt wurde, ja, aber wenn wir das machen, dann können wir damit auch dazu beitragen, dass eben die Zahl der Menschen, die an diesem Virus versterben, sehr gering bleibt und dass wir dann auch hinterher wieder öffnen können. Also wäre meine Frage so, geht es nicht, also anstatt, dass man jetzt sagt, wir wollen überhaupt gar keine Verbote mehr haben und wir sollen nie irgendwie mit dem Zeigefinger jemandem was vorwerfen, geht es nicht irgendwie vielmehr darum, das alles irgendwie so ein bisschen gut zu kombinieren? Ja. Und das Zweite wäre, auch zu der Aussage, die vorhin kam, dass Wissenschaft nicht politisch sein soll, kann man das denn immer so trennen? Also vielleicht auch da nochmal das Corona-Beispiel. Es gab ja Menschen, die Politik beraten haben, Christian Drosten zum Beispiel. Und da ist es dann ja durchaus so, wenn Drosten sagt, bei der Nicht-Umsetzung eines Lockdowns wird eine neue Corona-Welle mit vielen Toten und Post-Covid-Fällen sehr wahrscheinlich. Und wenn dann parallel, weiß ich nicht, gewisse PolitikerInnen oder Parteien sagen, nein, wir wollen aber keinen Lockdown machen, dann wird ja diese Aussage von Christian Drosten ganz von selber politisch, ja, ohne dass er jetzt das vielleicht gewollt hat. Also da wäre so ein bisschen meine Vermutung, also es ist, es lässt sich vielleicht nicht so ganz irgendwie trennen, Politik und Wissenschaft. Das habe ich auch nicht gesagt, hoffe ich zumindest. Also eigentlich hast du, also vielen Dank für die beiden Fragen oder beiden Statements. Du hast beides Mal ja auch einen Lösungsansatz gegeben und auf die Komplexität hingewiesen. Und es ist natürlich es ist nicht schwarz-weiß. Und es ist eben extrem komplex und verwoben mittlerweile. Und das ist auch genau, warum wir heute Abend reden, weil sich der Anspruch an die Wissenschaftler eben zu kommunizieren oder anders zu kommunizieren oder an den gesamten Apparat, es sind ja nicht nur die Einzelleute, es sind die Institute, es sind die Forschungsgruppen, es geht über viele Einrichtungen, es sind unterschiedliche Ebenen und die Anforderungen, die ändern sich. Man kann sagen, die ändern sich ständig, aber die ändern sich im Moment recht rasant und da gibt es eben das, was wir heute sagen wollten, auch Grenzen. Ich würde sagen, ich habe noch zwei Fragen gesehen, auf die möchte ich erstmal kommen, und dann kommen wir vielleicht nochmal hin. Das war eine. Ja, ich gehöre auch dieser Vulkanismusgruppe an. Ich mische mich trotzdem mal in die Diskussion ein, auch mit etwas, was ich auf eine Frage zuspitzen möchte. Ich glaube nämlich, dieses Problem, das jetzt im Raum steht, ist tatsächlich, wie wir Politik und Wissenschaft auseinanderhalten können. Und ich denke, die Nahtstelle, die es unmöglich macht für viele Ergebnisse der Klimawissenschaften im Elfenbeinturm zu bleiben und dort einfach weiterverhandelt zu werden, ist schlicht und einfach die Verantwortung. Das kann man auch historisch zeigen. Diejenigen, die davor gewarnt haben als Erste, dass der Treibhauseffekt, der anthropogene Treibhauseffekt, vor allem durch die Verbrennung fossiler Brennstoffe, möglicherweise bedrohliche Ausmaße annehmen könnte, haben schlicht und einfach ihre Verantwortung wahrgenommen.
Ich meine, es gibt eine gute Beschreibung schon im 18. Jahrhundert bei Immanuel Kant für diese Doppelrolle des Wissenschaftlers, könnte man sagen, wenn man das mal überträgt. Der Wissenschaftler oder die Wissenschaftlerin, die in dieser Rolle forschen und die dann aber gleichzeitig mit ihrem Wissen als verantwortliche Bürger sprechen eines Staates. Und ich denke, diese Doppelrolle ist eigentlich die typische Rolle für Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen geworden im 20. Jahrhundert. Das hat auch überhaupt nichts spezifisch mit dem Klimawandel zu tun, sondern das findet man in ganz vielen Bereichen, weil Wissenschaft unser alltägliches Leben schon rein durch die Technisierung, durch die technologischen Innovationen in allen Bereichen, Medizin ist auch nur einer dieser Bereiche, eben diesen unglaublichen alltäglichen Einfluss hat. Und jetzt möchte ich das auf eine Frage zuspitzen, nämlich die, wie weit überhaupt die Frage nach der Wissenschaftskommunikation nicht falsch gestellt ist. Ob wir nicht eigentlich das Problem, um das es sich hier dreht, wenn wir um die Umsetzung der Klimaziele zum Beispiel geht, ganz anders gelagert ist. Das ist doch keine Problematik der Wissenschaftskommunikation, sondern die Wissenschaftskommunikation steht hier in einem sehr viel größeren Kontext, der per se ein politischer Kontext ist. Das Problem, das wir haben, ist in der Umsetzung von Klimapolitik, egal wie sie aussieht. Da gibt es ja auch verschiedene Lösungen und Lösungswege, je nach Land und je nach Lage, je nachdem, wie viele Emissionen ein einzelnes Land verantworten muss, sieht das schon sehr unterschiedlich aus. Diese Wege sind aber alle politisch zu verhandeln. Das heißt, das Problem, dass wir da stecken geblieben sind, ist ein politisches Problem und doch keines der Klimakommunikation. Ich möchte das mal zurückgeben, das ist jetzt vielleicht zugespitzt, aber mich würde hier eure Meinung interessieren zu dieser Frage, was kann eigentlich Wissenschaftskommunikation in diesem politischen Umfeld überhaupt leisten? Möchte jemand direkt auf die... Ich stimme dem eigentlich zu. Aber das ist so, am Anfang steht da der Befund, sieht das schlecht oder gut aus bei der Kommunikation, wissenschaftliche Resultate im Bereich des Klimawandels. Und ich sehe das Glas halb voll. Ja. Ich denke, wir als Community haben das klar kommuniziert. Das ist glasklar kommuniziert. Es gibt ein Problem und das ist in Nuancen mehr oder weniger klar beschrieben. Und der zweite Punkt ist tatsächlich dann, was macht die Gesellschaft damit? Das ist ja die politische Umsetzung. Ja? Und dann kann man als Bürger da partizipieren oder auch nicht. Ja? Aber das ist jetzt nicht mehr originär das, wofür wir bezahlt werden oder anders gesagt, wo wir eine ausgewiesene Expertise haben. Ja? Also das habe ich nicht mehr. Ne? Und da würde ich mich freuen, wenn wir das anders anpacken würden. Aber das sind dann politische Mechanismen, die dann greifen. Und das ist nicht mehr originär eine Fragestellung, die sich an uns wendet. Bei unserem Thema hier geht es eigentlich darum, finde ich, dass wir in so einem, wenn wir wissenschaftliche Resultate haben, das betrifft eben auch alle, dann gilt es, die zu kommunizieren, auch an die Allgemeinheit. Und dann sind wir in einem Wettbewerb. Ja, es ist nicht jedes Resultat gleich interessant für die Allgemeinheit. Es gibt die Notwendigkeit, das zu verdichten, zu vereinfachen, damit auch diese Nachricht tatsächlich zwischen allen anderen Katastrophen, die so passieren, Corona, Krieg sind die Stichworte, dass das überhaupt noch in die breite Öffentlichkeit den Weg findet. Ne? Und da sind wir gefordert zu überlegen und zu handeln und das eben auch weiterhin zu transportieren. Und da gibt es, glaube ich, das haben wir jetzt nicht wirklich rausgearbeitet, aber die Notwendigkeit zur Vereinfachung, wie ich das gesagt habe, und hier und da auch schon den Hang zur Übertreibung. Und wenn die Übertreibung passiert, dann ist das Worst Case in meinen Augen. Das ist das, was uns betrifft, weil die Übertreibung, die fällt einem früher oder später auf die Füße. Ja? Das fällt zurück. Und wenn man einmal übertrieben hat oder zweimal übertrieben hat, dann fällt das auf die Community zurück. Und dann kommen wir in so eine Situation, die dann wirklich nicht zuträglich ist für die politische Debatte. Ja, also die Klimawissenschaften, ja, das sind doch Pseudo. Die haben doch da und da und da haben die sich schon dreimal geirrt. Ja? Und da ist auch das Corona, beim Corona gibt es vielleicht Parallelitäten. Ja? Und dann wird gesagt, ja, wenn das doch nicht gestimmt hat, dann stimmt das vielleicht ja auch nicht. Das ist hochgefährlich.
Und das ist etwas, wo ich denke, das müssen wir bedenken bei der Kommunikation unserer Resultate. Wir müssen ganz nah bei den Fakten bleiben und versuchen, die Unsicherheiten mitzutransportieren, damit wir bei der Vereinfachung nicht später vor diesem Punkt stehen, dass uns das zurückgespiegelt wird und gesagt wird, ja, einmal geirrt, das wird ja hier wohl vielleicht wieder der Fall sein. Also ich kann aus persönlicher Erfahrung vielleicht noch ganz direkt dazu was sagen. Ich glaube, in den letzten 20 Jahren hat sich ja schon viel getan. Als ich in den USA geforscht habe, 2003, war ich bei Ray Bradley und zu dem Zeitpunkt wurde vom amerikanischen Senat 2005 probiert, Wissenschaftler mundtot zu machen, die diesen Hockeystick, also die menschengemachte Erwärmung, publiziert hatten, und die wurden vom Senat angehört, die wurden angeklagt, dass sie Daten gefälscht hatten. Im Nachhinein stellte sich heraus, es gab einige Schwachpunkte, aber im Großen und Ganzen war das eine solide Geschichte. Und ich war in der Abteilung von dem Ray Bradley, der mit Mike Mann zusammengearbeitet hat, wo das wirklich wie eine Hexenjagd war. Und ich glaube, wir können nicht alle überzeugen. Also es gibt immer noch Skeptiker, aber es hat sich doch sehr viel getan, wenn ich auch die Debatte in den USA sehe. Dass dieses Umdenken bereits passiert ist, dass wir schon gegenüber von vor 15 Jahren massive Fortschritte gemacht haben. Und alle werden wir nicht an Bord. Wir sind 8 Milliarden Menschen auf dem Planeten. Es wird immer Skeptiker, Leugner geben. Das ist einfach aufgrund der Masse der Menschen der Fall. Und nochmals, ich versuche auch das Glas halb voll zu sehen und sage, es hat sich in den letzten 15 Jahren extrem viel getan. Und oftmals nicht unbedingt auch ein Kommunikationsproblem, sondern ein Marketingproblem. Denn wir sind alles Konsumenten, und wenn wir erkennen, dass eigentlich auch Produkte, die unter Umweltschutzgründen oder Maßnahmen hergestellt sind, nachhaltig hergestellt sind, dass sie auch noch gut sind, dann verkaufen die sich auch, glaube ich, bei sehr vielen. Also zum Beispiel war ich in Kalifornien, als die Hybridautos, der Toyota Prius kam, und plötzlich waren einige Hollywood-Stars, die kauften sich diesen Prius, um das Statement zu machen. Plötzlich fuhren das relativ viele. Und das ist für mich Marketing, wo wir auch noch viel mehr machen können. Nicht die Wissenschaftler selbst, die wollen nicht Werbung machen, aber wo dann der nächste Schritt erfolgt. Also das ist so meine persönliche Erfahrung auch aus einigen letzten 15 Jahren, 20 Jahren, wo ich die Debatte auch sehr hautnah miterlebt habe. Sie hatten mich gemeldet. Genau. Ich wollte eine Sache nur als kurze Anmerkung zu dem letzten Punkt, wo man da auch nochmal gucken könnte, ist sozusagen die Rolle des Journalismus, also dass auch in vielen großen Zeitschriften, zum Beispiel in Deutschland, gibt es gar kein Klimaressort. Das ist zum Beispiel schon ein Riesenproblem, dass es nur unter Wissenschaft läuft und dann konkurriert das irgendwie so mit ganz vielen anderen, und es ist so, also es gibt so, ich folge auf Twitter der Sarah Schurmann, die versucht das so, sucht das halt auch mehr zu etablieren, ne? Dass viel mehr Klimaberichterstattung in die Zeitungen kommt. Das wollte ich nur mal anmerken, da haben wir noch nicht so viel bisher drüber gesprochen. Und dann hatte ich noch zwei Punkte zu den vorherigen. Also ich verstehe den Punkt mit dem, dass der erhobene Zeigefinger vor allen Dingen beim Individuum ein Problem ist, aber es gibt ja auch eben als Gesellschaft einfach Sachen, wo wir sagen müssen, naja gut, also wenn wir wissen zum Beispiel, dass CO2 ein Problem ist und dass sozusagen dass der Konsens ist, dann folgt es doch irgendwie, dass wir weg müssen von den CO2-ausstoßenden Technologien sozusagen, ne? Und dann gibt es irgendwie viele Fragen, wie genau man das macht. Aber sozusagen allein da schon sieht man doch eigentlich, dass jegliche Politik, die neue fossile Infrastruktur hinbaut, einfach nicht kompatibel ist mit dem, was im IPCC-Bericht steht sozusagen. Also das ist ja irgendwie, also es gibt ja bestimmte Sachen, wo man schon sagen könnte, da hat ja das, was im IPCC-Bericht hat, gibt bestimmte politische Dinge vor. Und dann wollte ich auch noch gern darauf eingehen, was du, Jan, wenn es okay ist, gesagt hast mit der Angst, das Vertrauen zu verlieren, wenn man übertreibt. Weil da gibt es auch eine interessante Debatte über so, wenn es um so Studien geht, wenn man jetzt ein Extremwetterereignis hat und dann fragt man sich, was hat der Klimawandel dazu beigetragen? Und da gibt es ja aber auch andere Gefahren, als dass man übertreibt. Nämlich zum Beispiel,
was ist, wenn man sagt, nee, das hat, was ist, wenn man falsch liegt und sagt, nee, das hat, der Klimawandel hatte nichts damit zu tun und dann ergreift man nicht weitere Schutzmaßnahmen. Das könnte ja auch auf die Wissenschaftler zurückfallen. Was? Ihr habt uns ja gesagt, dass das laut euch gar nicht mit dem Klimawandel zu tun hatte. Also haben wir jetzt irgendwie, weiß ich nicht, nicht weitere Maßnahmen ergriffen. Und da gibt es sozusagen da gibt es so eine ganze Debatte über induktives Risiko, also dass man immer so einschätzen muss bei so Wahrscheinlichkeiten, will ich das Risiko minimieren, dass ich falsch positiv oder negativ lege. Und da muss man dann irgendwelche Werte ins Spiel bringen. Man weiß natürlich nicht, es ist schwer zu sagen, welche, aber da ist sozusagen so eine gewisse Grenze wahrscheinlich auch, wo die WissenschaftlerInnen selber was mit reinbringen müssen, sagen, okay, uns ist es wichtiger, nicht zu übertreiben oder uns ist es wichtiger, nicht was zu vergessen und dann sagen die Leute uns irgendwie, oh, das habt ihr uns ja, aber das hättet ihr ja sagen müssen, dass das hätte sein können. Danke. Wir danken. Ich weiß nicht, ob einer direkt antworten möchte. Also es waren auch wieder ganz viele Punkte, glaube ich, wo wir uns eben zum Teil alle einig sind, weil sie klar sind. Es sind aber auch Punkte gewesen, die eben genau die Problematik aufzeigen. Und ganz schnell geht die Debatte oder die Diskussion eben, und da habe ich an das Wort im Titel gedacht, Grenzen. Also und du bist darauf eingegangen ein bisschen, du Dominik, du Michi am Anfang, bis wo ist es unsere Aufgabe, bis wo sollen wir und können wir das auch? Also es geht auch ganz viel um Kompetenz. Das ist auch, glaube ich, etwas, was natürlich in unserer Zunft eigentlich so, dass man merkt, okay, ich kann das, der andere kann das, der andere kann das. Und da sind wir relativ so sind wir domestiziert, dass wenn man merkt, und ich finde das eigentlich was Gutes, das ist aber, kann aber eben auch zu einem Problem werden, wie weit gehe ich jetzt, also wie Journalismus, das ist eben etwas, da haben wir nicht drüber geredet heute, weil da können wir eigentlich ja natürlich nichts zu sagen. Da sagen wir, das sind die Profis auf der Seite, wir können unseren Teil liefern und wie weit, wo ist die Grenze? Und die findet natürlich jeder von uns individuell, aber dann gibt es eben auch das Kollektiv und dann ist es schwer. Möchte einer von euch noch drauf, ich weiß nicht, wie viele, ich frage einfach mal ganz kurz, gibt es viele Fragen online, ansonsten haben wir natürlich, gut, noch nicht, möchte jemand auf die letzten, da waren ja viele, viele wichtige Punkte, noch eingehen, oder? Ja gut, aber letztendlich kommunizieren wir ja alle durch mehr oder minder durch die Presse oftmals. Also das ist ja, man hat vielleicht einen Auftritt im Fernsehen, was auch schon ein Erlebnis ist, wenn man das mal mitgemacht hat. Ich glaube, jeder von uns hatte mit dem Fernsehen, mit Journalisten zu tun. Da muss auch der Journalismus seine Hausaufgaben machen. Also das ist, glaube ich, nämlich der nächste Punkt. Dass es nicht nur die Wissenschaftler sind, die vielleicht hier und da besser kommunizieren müssen, sondern ganz klar, der Journalismus muss auch seine Hausaufgaben machen. Meine Erfahrung, persönliche Erfahrung mit mehreren Medien, sei es Fernsehen, Presse, es wird sehr schnell sehr viel produziert unter hohem Zeitdruck, was sich auch auf den Wissenschaftler überträgt, dass dann irgendwie gesagt wird, wir haben 10 Minuten Zeit fürs Interview. Zum Teil kriegt man die Sachen zum Gegenlesen erst den Abend vor der Veröffentlichung. Man muss bis innerhalb von 2 Stunden reagieren. Da kann man dann auch nichts mehr verbessern. Und das ist vielleicht einer der weiteren wichtigen Punkte der Kommunikation. Und das wird oftmals auch übersehen, dass die Presse wirklich besser werden muss, auch in vielen Bereichen. Das ist eine Frage dort von Ihnen, dann ist eine im Chat und dann... Ja, also ich würde mich im Wesentlichen anschließen, so ein bisschen an den Punkt, was ist die Aufgabe der Wissenschaftskommunikation? Also Sie haben das ja jetzt eben schon aufgerissen, dass da irgendwie dann auch die Grenzen liegen. Und Sie haben vorhin darüber gesprochen, dass Wissenschaftskommunikation auch weniger, vor allem Sie, Herr Fleitmann, die Katastrophen betonen sollte, sondern vielmehr die positiven Möglichkeiten der Wissenschaft. Da würde mich konkret interessieren, heißt das, dass quasi die negativen Folgen des Klimawandels, jetzt am konkreten Beispiel, nicht so stark akzentuiert werden sollten, um eben irgendwie mehr darauf einzugehen, dass Wissenschaft auch Möglichkeiten gibt, mit diesen Folgen umzugehen, oder dass quasi Möglichkeiten bestehen,
im Vorfeld entsprechend zu handeln und darauf dann den Fokus zu legen. Also quasi geht es mehr um irgendwie so eine Art Technikoptimismus im Sinne von, wir finden da Lösungen, oder eben um die Vorablösung. Und damit in Verbindung steht, finde ich, auch die Frage nach der Funktion, die hier auch ein paar Mal schon angeklungen ist, ist nicht Wissenschaft eigentlich mehr so dasjenige, was den Rahmen für Handeln von Politik und anderen Zusammenhängen gibt und eben weniger eine Art Organ, das schon konkrete Vorschläge gibt? Also wenn es jetzt um den Klimawandel geht, sollte sein, ja. Forschung quasi durch wissenschaftliches Wissen einen Rahmen anbieten, in dem sich dann Politik bewegt, oder Forschung öffentlich hingehen und sagen, diese und jene Handlungsweisen sind die besten jetzt auch vor diesem Hintergrund. Also wie ist da so auch vielleicht Ihre Erfahrung mit so Rollenbildern, und wenn man dann jetzt vielleicht auch noch den Journalismus mit reinnimmt, was für Fragen stellen denn dann die JournalistInnen Ihnen jetzt, wenn Sie über Ihre Forschung sprechen? Sind die eher an Fragen interessiert, wo es um den grundsätzlichen Rahmen geht, oder werden Sie quasi vom Journalismus genötigt, irgendwie konkrete Handlungsempfehlungen auszusprechen, mit dem Risiko, dass dann eben irgendwie es wieder zu Rollendiffusion kommt? Darf ich kurz was sagen zu dem erhobenen Zeigefinger? Also ich lege Wert darauf, dass es nicht die herrschende Meinung hier auf diesem Panel. Also ich bin eigentlich nicht ein Fan vom erhobenen Zeigefinger, aber ich bin, Dominik, verzeih mir, ich bin eigentlich schon dafür, dass wir, also nicht schon dafür, ich bin explizit dafür, dass wir sagen müssen, das ist ein Problem. Und wenn man das als erhobenen Zeigefinger bezeichnet, ja, dann den braucht es meines Erachtens. Ja. Ich bin nicht immer, das ist ja das, was du meinst, die Frage ist, erreicht man damit was? Ja? Und da glaube ich, das ist nicht unsere Aufgabe originär, aber wir müssen einfach sagen, wie groß das Problem ist, ja, und was dann daraus gemacht wird, ob das dann positiver kommuniziert werden muss, damit etwas erreicht werden kann, wie man da etwas erreichen kann, ob das tatsächlich, braucht es die junge Generation, in meinen Augen, die da wirklich was bewegen kann, das ist zumindest mein Eindruck, ja, aber da sind wir doch Laien, also das da eindeutig. Und dann vielleicht zum zweiten Teil, also ich habe eben nichts gesagt auf diese Frage oder die Anmerkung, weil ich dem insgesamt zugestimmt habe. Und hier ist ja die Frage, was macht man mit dem Journalisten? Und ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber die Qualität oder das Wissen auf der anderen Seite beim Journalisten ist sehr heterogen. Ja, also ich habe mal mit Journalisten zu tun gehabt, als ich in den USA war, jemand von der New York Times, also das war ein Profi. Ja. Da geht es tatsächlich dann geht es weiter, was ist dahinter, und was, das ist teilweise auch anstrengend, mit diesen Leuten zu kommunizieren, finde ich. Aber in letzter Zeit habe ich das Gefühl, das ist weniger geworden. Da geht es eigentlich darum, zu erklären. Ja, es gibt diese Press-Release und dann ruft ein Journalist an und sagt, ja, wie ist denn das gemeint, wie kann ich denn das schreiben und so weiter. Und das hängt natürlich mit der Größe der einzelnen Redaktionen zusammen, der Spezialisierung notwendigerweise, und da bin ich eben auch nicht Experte, aber ich habe den Eindruck, dass die Redaktionen insgesamt kleiner geworden sind. Da haben wir ein massives Problem, dass da ungefiltert über das Internet kommuniziert wird und weniger über große Redaktionen. Ich glaube, das ist eine Tendenz, und das spüre ich zumindest auch. Dann habe ich häufiger mit einem Journalisten zu tun, der unter anderem eben auch die Wissenschaft macht und ganz bestimmt nicht ein Experte bei Klima oder bei Paläoklima ist. Und da geht es eigentlich darum, zu erklären, damit der Beitrag auch richtig ist, der dann in der Zeitung oder auf der Website erscheint. Ich denke, wir müssen einfach auch akzeptieren, dass das sind genau diese, da sind ja mehrere Schnittstellen eingebaut in der Kommunikation vom Wissenschaftler wirklich bis ganz raus. Da sind ja eben der Journalismus drinnen, und das sind unterschiedlich funktionierende Systeme, die nicht per Definition immer zueinander passen. Wir haben alle diese, du hast gefragt noch, was gibt es da für Erfahrungen und so, ja, ganz kurz zusammengefasst, wir arbeiten viele Jahre an einem Projekt, was dann am Ende in einer Publikation mündet, an der wir viele Jahre geschrieben haben. Dann, die hat manchmal nur 1000 Wörter. Aber wir haben da viele Jahre dran gearbeitet. Ich würde sagen,
wir alle würden für jedes Wort, was da drinnen steht, die Hand für hinhalten. Das ist unser Produkt. Da steht eigentlich alles drin, was wir rausgefunden haben. Und da sind wir extrem vorsichtig und sollten das auch sein. Und das ist der hohe Anspruch an die Wissenschaft, der nicht hoch genug sein kann. So, jetzt muss das aber kommuniziert werden und dann kommt die Schnittstelle zum Journalismus. Der arbeitet unter Zeitdruck, der kann ja gar nicht anders. Ja. Das, also es ist kein Vorwurf. So, und da treffen, wir haben also 2 Jahre an 1000 Wörtern gearbeitet und viel Geld, das ist die wissenschaftliche Seite. Der Journalismus, der ruft an und sagt, also im Prinzip muss das heute Abend in die Redaktion und das muss jetzt schnell gehen. Also wir haben 3 Stunden Zeit oder 2 noch nicht mal und dann geht das hin und her, dann kann man es nicht. Und dann fühlen wir sind irgendwo enttäuscht. Der Journalist ist natürlich auch enttäuscht, weil der nicht mit jemandem redet auf einmal, der es genauso macht wie er. Und da gibt es, das ist nicht eine Grenze, aber das ist ein Challenge, das ist eine Herausforderung. Und ich glaube, dass der eben natürlich in Phasen, in denen es Krisen gibt, in dem Klimawandel eben, kommt der viel schneller an die Grenzen, weil das Ganze spielt auch weniger eine Rolle, wenn sich keiner für interessiert. Das dürfen wir auch nicht vergessen, oder? Wenn das irgendwo, dann würde man sagen, das ist ja gar nicht so schlimm. Aber auf einmal interessieren sich halt auch ganz viele Leute dafür. Das heißt also, von allen Seiten wächst der Druck auf diesen unterschiedlichen Subsysteme, die miteinander verzahnt sind. Und das ist kein Lösungsansatz, aber das ist, glaube ich, wichtig zu wissen, wie funktioniert das eigentlich und wo sind dann eigentlich Probleme vorprogrammiert. Und ich sage immer, was dann am Ende in der Presse steht, da kann ich nicht mehr für gerade stehen. Und wenn das nicht irgendwo konform ist, muss ich sagen, das ist da kann ich, und das ist für mich eben eine Grenze. So, ich kann da nicht mehr weiter rausgehen. Und was dann nachher die Leute damit machen, sowieso nicht mehr. Das ist sowieso nicht mehr. Meine Aufgabe ist damit abgeschlossen, indem ich so gut wie es geht die Wissenschaft, diese Seite bedienen kann. Jetzt wir hatten noch eine Frage und dann haben wir noch den Chat. Ja, aber ich will, dass jeder einmal drankommen kann und dann, wenn wir Zeit haben, natürlich nochmal Maul zahlen. Es sei denn, Sie möchten nicht mehr fragen. Aber. Doch, gerne. Ich hoffe, ich habe es. Genau. Und zwar frage ich mich die ganze Zeit noch so ein bisschen nach der Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Politik und bin da gerade noch so ein bisschen am Puzzeln, weil immer mal so das Thema jetzt war, wie ich es verstanden habe, wo ist die Grenze von der Wissenschaft, was ist die Aufgabe von Wissenschaft, wie politisch sollte das Ganze werden? Ihm wurde ja auch gesagt, die Nötigung, Handlungsempfehlungen aussprechen zu müssen. Und ich frage mich gerade so ein bisschen, wo die Schnittstelle ist und inwiefern sieht die Wissenschaft sich in der Rolle, politisch zu werden, aber inwiefern hat die Politik überhaupt auch Interesse, wissenschaftliche Erkenntnisse aufzunehmen? Also ich komme aus der Soziologie, nach Luhmann gesprochen, das ist das Interesse der Politik, Macht zu haben, in der Führungsrolle zu sein, ein Land zu regieren oder eben in der Opposition zu sein. Und ich stelle es mir wahnsinnig frustrierend vor, ich habe wissenschaftliche Erkenntnisse und ich sehe dabei zu, wie das Auto gegen die Wand gefahren wird, wie der Klimawandel, wie dem Ganzen zugeguckt wird. Und da habe ich das dringende Bedürfnis, wissenschaftliche Kenntnisse in die Politik reinzupressen, wenn es nicht so aussieht, als würde die Politik danach schreien, wissenschaftliche Erkenntnisse zu nutzen und danach zu handeln. Also wo ist die Schnittstelle? Wer sieht sich überhaupt in der Aufgabe, dazwischen zu kommunizieren und überhaupt die wissenschaftlichen Erkenntnisse zu nutzen, wenn es doch auch die Politik ist, die Entscheidung für das Land trifft? Irgendwas muss mit dem Wissen ja passieren. Weißt du? Aber die Entscheidung liegt doch bei, ich meine, man ist da auch wieder in einem anderen Konflikt, wo man sagt, was macht die Politik, mischt die sich zu sehr ins Leben ein? Wir sind ja auch nicht unbedingt Freund davon, wenn plötzlich alles, was wir machen, bewertet, verboten, erlaubt wird, weil wir sind ja doch eher freiheitsliebend. Das heißt, da ist auch eine relativ scharfe Grenze, wo das vielleicht von einer Demokratie fast in eine Art von, sag mal, total überspitzt Diktatur geht. Und ich glaube, das ist einfach, es muss von uns selbst kommen, es muss von jedem Individuum kommen, die Entscheidung, nachhaltiger zu leben. Und das kann nicht alles die Politik machen. Ich glaube, das gehen wir von völlig falschen Motivationen aus. Und das ist vielleicht auch nicht jetzt unbedingt der erhobene Zeigefinger, den habe ich mehr auch auf die Kindererziehung gemeint, als Beispiel, nicht auf die Gesellschaft unbedingt, sondern
Und das ist dann schon eine Frage der Kommunikation und des Marketings. Aber Politik kann doch nicht für uns alle entscheiden, wie nachhaltig wir zu leben haben. Weil sonst, finde ich, leben wir nicht mehr in einem demokratischen Staat. Wir müssen das anders versuchen. Ich möchte noch was dazu sagen, weil ich finde das eine sehr interessante Frage, und die Motivation des Wissenschaftlers, so sehe ich das, aber das ist das Schöne, jeder gibt eine andere Antwort, weil jeder hat eine andere, die Motivation für meine Arbeit oder für wissenschaftliche Arbeit ist für mich nicht die Umsetzung der Ergebnisse, weil ich nicht weiß, welche Ergebnisse rauskommen. Also ich denke, es gibt so sind wir nicht, denke ich, in den Beruf gekommen, weil wir unsere Forschung dient nicht und es nicht, sollte nicht dazu dienen, Fakten für den Klimawandel zu sammeln. Die tut das, wenn das die Fakten sind. Aber das ist nicht, aber so gehe ich nicht an, also ich, und ich glaube, wir haben alle mit unserer Arbeit angefangen, als das Thema noch ein sehr kleines Thema war. Aber ich finde es eher gefährlich und auch nicht erstrebenswert, wenn man motiviert an die Sache geht. Also Klimaaktivist und Klimaforscher sollte was anderes sein. Weil ich nicht weiß, was als Ergebnis rauskommt, ist es mir völlig egal, wie die politische Umsetzung ist, weil ich kann ja morgen einen Datensatz nehmen, der zeigt was ganz anderes. Und ich möchte da aufhören, ich möchte da eigentlich nichts mit. Das ist eine Gefahr, die, glaube ich, das ist doch eine Vermischung. Wir forschen auch zum Teil auch an anderen Sachen, die weniger was mit dem Klimawandel zu tun haben, wenn es um Ökologie geht oder so. Und das alles in diese Schiene unter diesen Mantel zu bringen. Und ich glaube, dass da das Anfangsproblem ist, wenn man natürlich, wenn die Motivation zur wissenschaftlichen Arbeit die politische Umsetzung von Ergebnissen ist, dann ist das was anderes. Dann würde ich mich auch da, aber jetzt haben wir noch eine Frage. Darf ich noch eine? Natürlich. Weil das fand ich auch interessant, du sagtest Schnittstelle, und ich glaube, ehrlich gesagt, sind wir die Schnittstelle. Einfach weil letztendlich ist die Politik, die Wissenschaft, Kunst, das sind alles Sachen, die, also wir sind Teil von dem Ganzen, und die Politik soll ja möglichst für uns, also man wählt ja, damit die im Interesse des Volkes arbeitet, und daher sagen ja, die Politik muss das machen, also was du auch sagtest, diese Macht zu geben, also wenn man damit nicht einverstanden ist, hat man auch Möglichkeiten zu widersprechen, also eben aktiv zu werden, dass das Individuum aktiv wird, auch also Meinungen hat und gleich dieses von sich geben und sagt, ach, das muss jemand anders die Verantwortung tragen. Man kann vielleicht selber es versuchen, ich weiß, das ist manchmal vielleicht nicht gerade ermutigend oder so, aber ich glaube erstmal, okay, wo kann ich eventuell auch dran? Bevor ich sage, ja, die blöde Politik, eben, sie kann nicht alles leisten und auch die Kunst, also es sind überall Grenzen, und diese Schnittstellen, glaube ich, sind wir, und was sind das für, und das wandert immer, die sind immer anders, mit dem, wie die Gesellschaft sich ändert, wie unsere Natur wie, und so weiter, und da, ich glaube, das ist was, fast wie so ein Wesen, was sich weiterentwickelt. Und, ja. Gut, wir kommen langsam über das Ende. Möchte ich habe eine Wortmeldung hier. Ja, eben, das habe ich auch gesehen, aber dann gibt es eine Hand, die ich da im Chat sehe, ich weiß nicht, das müsste... Konstanz Schmidt. Ja, jetzt. Ah, eine. Ja, genau, hört man mich? Ja, es funktioniert sehr gut. Okay, ja. Ich finde die Debatte total interessant, weil so viele unterschiedliche Kanäle besprochen werden, wie das Wissen vermittelt werden kann und wie ZivilakteurInnen an dieses Wissen kommen, um es auch umzusetzen, sodass wir vielleicht irgendwie Klimafolgen aufhalten können. Vielleicht noch so zwei Impulse, die jetzt noch gar nicht besprochen worden sind, die vielleicht auch so diesen politischen Prozess umgehen können. Es gibt ja
auch die Möglichkeit, transdisziplinäre Forschungsprojekte durchzuführen oder auch den Citizen Science Ansatz in die Forschung oder in Forschungsprojekte mit zu integrieren. Und ich glaube, das ist ein sehr, sehr wertvoller Ansatz, weil man auf der einen Seite das Wissen aus der Praxis abholt. Also teilweise wissen ja alle WissenschaftlerInnen gar nicht immer so vor Ort Bescheid, wie jetzt zum Beispiel die Dame aus Island, die sich sehr gut mit Vulkanen auskennt. Und da dann halt einfach die ZivilakteurInnen vor Ort mitnimmt, damit die einfach über ihr lokales Wissen preisgeben. Auf der anderen Seite erhält man damit natürlich auch eine viel sozial robusteres Wissen, nennt man das dann im Fachjargon, nämlich, dass die Leute einfach wirklich überzeugt werden von den wissenschaftlichen Ergebnissen, weil sie einfach mitgenommen werden. Und dann ist diese politische oder journalistische Übersetzung ja gar nicht mehr notwendig. Was dann ein großes Problem ist, ist halt, dass die WissenschaftlerInnen dann natürlich sehr viele Aufgaben und Rollen einnehmen müssen. Also sie müssen einmal reflektieren, sie müssen übersetzen und gleichzeitig müssen sie auch Wissenschaftler sein, was, glaube ich, sehr schwer ist. Und der andere Impuls, den ich nochmal nennen wollte, ist, ich habe tatsächlich im letzten Jahr eine Fallstudie zur Klimaanpassung untersucht und habe mir den Prozess von globalen, von regionalen Klimadaten bis zur Waldplanung in NRW angeschaut und habe geguckt, okay, also diese regionalen Klimadaten, die werden in forstliche Standortkarten übersetzt von politischen Dienstleistern. Also das ist zum Beispiel der Geologische Dienst in NRW oder auch der Landesbetrieb Wald und Holz in NRW, die übersetzen diese Daten in mühseliger Arbeit dann in Karten, die wiederum Förstern zur Verfügung gestellt werden, damit die dann ihren Wald, also jeder weiß ja, wie heutzutage der Wald aussieht, klimastabil und standortgerecht quasi dann wieder anpassen und aufbauen können. Und dabei ist mir aufgefallen, dass dieser Schnittstelle, also deswegen, es gibt, glaube ich, auch noch andere Schnittstellen außer den Journalismus oder die Kunst oder die anderen Kanäle, die besprochen worden sind. Es gibt eben auch diese Wissensübersetzenden, die aus ganz vielen unterschiedlichen Institutionen auch bestehen können. Und ich glaube, denen kommt ein unglaublich wichtiger Part. Also ich glaube, die haben eine unglaublich wichtige Rolle, dieses Wissen dann zu übersetzen. Zum Beispiel jetzt in dem Fall an die FörsterInnen, aber es gibt natürlich auch andere Klimaanpassungsfälle, wo dann wieder, wie zum Beispiel Stadt oder Gewässer, wo dann wieder da andere Institutionen sehr wichtig sind. Genau, das einfach nochmal so als Impuls. Vielen Dank, vielen Dank. Ich glaube, dem können wir alle nur zustimmen. Also, und also super. Es geht um eben den Kontakt mit der Bevölkerung oder mit dem Bürger, den Kontakt nicht zu verlieren, sondern ganz im Gegenteil, den Kontakt irgendwo auszubauen und dann eben vielleicht die Gefahr von Verzerrungen der Information zu vermeiden. Und wir machen das per Zufall auch mit Förstern und mit Wald. Das ist so unser Gebiet, wo wir herkommen. Und wir wissen, dass es eben sobald es praxisbezogen wird oder sein kann, dass man die Leute abgreifen kann und dass man eine viel höhere Akzeptanz bekommt. Und dann ist auch das wirkliche Interesse da und dann geht es über einen Dialog, das haben wir auch schon heute gehört. Wir sind am Ende, wir haben jetzt 1:40 gesprochen. Ich hoffe, dass wir zur Kommunikation beigetragen haben. Das war natürlich auch unser Anliegen. Wir wollten, dass am CIF machen, weil wir denken, das ist der richtige Rahmen, weil wir natürlich Leute in dieser Woche hier am CIF haben, die eben unterschiedliche Bereiche aus der Klimaforschung abdecken, die alle ihre eigenen Erfahrungen gemacht haben. Und hätten wir 5 andere Leute hier heute Abend gehabt, hätten wir eine ganz andere Diskussion mit 5 anderen Perspektiven gehabt. Das denke ich, also das ist auch wichtig zu sehen. Das Thema ist interessant, das Thema wird uns noch lange begleiten. Im letzten Beitrag haben wir das gehört, die Wissenschaftler müssen heute mehrere Rollen einnehmen. Also wir können nicht mehr
30 Jahre in der Kammer sitzen und dann am Ende vielleicht ja, uns das egal sein. Nein, das ist es nicht. Es ist eine ständige Herausforderung, die wächst. Das ist auch eine Verantwortung, da sind wir uns alle klar. Also das, was wir herausfinden, soll kommuniziert werden. Wir haben aber auch heute gemerkt, diese Kommunikation darf nicht zu vereinfachend sein und muss die Realität und die Tatsachen möglichst gut noch widerspiegeln mit den Unsicherheitsbereichen. Und ja, damit möchte ich mich bei Ihnen allen bedanken, sowohl hier im Hörsaal als auch online. Ich möchte mich ganz besonders beim Podium bedanken. Ich habe das genossen, ich habe was gelernt und ich fand es spannend und ich glaube, es war nicht gespielt, dass wir natürlich unterschiedliche Meinungen haben. Wir haben das moderat ausdiskutiert, weil das ist wichtig. Also das ist auch wichtig, weil es eben so ist und es gibt nicht eine Sache und das macht die Kommunikation nicht immer einfacher. Also hiermit bedanke ich mich und wünsche noch einen schönen Abend.